Hallo zurück zu Hogwarts Mystery. Ja, in der letzten Folge hat ja unser Streit und unser Clinch mit Marilla's Knight angefangen. Die hat uns ja ziemlich gepiesackt. Und heute schauen wir einfach mal, ob wir uns doch wieder vertragen und vielleicht doch zurück auf einen grünen Zweig kommen. Viel Spaß mit der Folge. Ihre Familie hat Slytherin alle Ehre gemacht, Miss Knight. Ich werde sie im Auge behalten, um sicherzustellen, dass sie dieser Tradition folgen. Ihm von Marilla zu berichten, war die richtige Entscheidung. Anderesfalls hätten wir noch mehr Hauspunkte verloren. Es wird noch schlimmer, Malfoy. Du hättest wissen sollen, dass das Bestäuben deines Kessels mit Pustepulver zur Explodieren deines Tanks führen wird. Ich hab's tatsächlich getan. Was ist dein Problem? Wir beide sind in Slytherin. Du hast uns gerade Hauspunkte gekostet. Ich verliere jetzt lieber Hauspunkte, als darauf zu warten, dass du Slytherin für immer ruinierst. Es besteht kein Zweifel daran, dass ich die wichtigste Erstklässlerin bin. Und du bist nichts als eine Schande, genauso wie dein Bruder. Gehen Sie. Ich habe heute genug von Ihnen. Ich habe 10 Hauspunkte für Slytherin verloren. Was wird geschehen, wenn ich zum Slytherin-Gemeinschaftsraum zurückkehre? Kapitel 2 abgeschlossen. Willkommen in Hogwarts. Die nehmen wir mit. Kapitel 3. Ärger lauert überall. Nach deiner Begegnung mit der streitlustigen Slytherin Malfoy Marilla's Knight musst du einen Weg finden, um die verlorenen Hauspunkte wieder gut zu machen. Felix berichten. Komm in den Gemeinschaftsraum. Anordnung des Vertrauensschülers. Na gut, ich komme ja schon. Du bist Antigonus Malfoy, richtig? Ja, und wer bist du? Ben Cooper. Ich bin ein Erstklässler genauso wie du. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du Marilla's Knight die Stirn geboten hast. Ah nee, kacke, das ist erst Ben. Ist doch gar nicht der Vertrauensschüler, wir brauchen eine andere Stimme. Ben Cooper. Ich bin ein Erstklässler genauso wie du. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du Marilla's Knight die Stirn geboten hast. Von wem hast du das denn gehört? Ich habe vom anderen Ende des Korridors zugesehen. Ich bin ihr gefolgt, damit sie sich nicht an mich heranschleicht und ich wenigstens davonlaufen kann, wenn sie mich sieht. Sie hat mich den ganzen Weg über den Hogwarts Express gequält. Sie hat mich immer wieder bedroht und mich ein Schlammblut genannt. Oh, ach, das tut mir leid, Ben, das ist ja furchtbar. Marilla ist davon besessen, die beste Hexe in unserem Jahr zu sein. Und sie zwingt uns ihren Willen auf, um es zu beweisen. Endlich war jemand tapfer genug, ihr die Grenzen aufzuzeigen. Mir fehlte der nötige Mut. Keine Ahnung, warum ich in Gryffindor gelandet bin. Jeder hat vor irgendetwas Angst, Ben. Ich habe leider vor allem Angst. Ich stamme aus einer Muggelfamilie. Für mich ist das alles neu und unheimlich. Ich kenne das Gefühl. Ich stamme aus einer Zaubererfamilie und ich habe es trotzdem schwer. Ich möchte dir wirklich helfen, Ben. Danke, Antigonus. Wir sehen uns. Na klar, Ben. So, jetzt muss ich hier aber erstmal Felix berichten. So ist denn der Gute. Da. Du hast Slytherin bereits 10 Hauspunkte gekostet. Wir sind jetzt auf dem 4. Platz. Was ist passiert? Ich
Hier kannst du den Wettbewerb des Hauspokals befolgen. Am Ende eines Jahres erhält das Haus mit den meisten Punkten den Hauspokal. Ja, das wurde ja schon in der Einführung gesagt. Hier ist Slytherin. Du bist auf dem 4. Platz. Mit 4 Hauspunkten. Aua, aua. Verzeihung, wer bist du und warum redest du mit mir über Hauspunkte? Ich bin dein Vertrauensschüler, Felix Rossier. Ein Vertrauensschüler hat die Aufgabe, für Ordnung im Haus zu sorgen und Erstklässlern wie dir bei deinem Problem zu helfen. Nach allem, was dein Bruder dem Ruf von Slytherin angetan hat, sollte ich dich dringend im Auge behalten. Ich bin nicht mein Bruder. Ich weiß, dass mein Bruder die Schulregeln gebrochen hat und dem Ansehen von Slytherin geschadet hat. Aber ich will unserem Haus treu sein. Jeder macht Fehler, Antigonus. Aber trotzdem macht nicht jeder Fehler, die Slytherin 10 Hauspunkte kosten. Professor Snape hatte jedenfalls einen Brief direkt an ihn in unseren Gemeinschaftsraum geschickt. Warum hat er ihn nicht zu mir geschickt? Vermutlich, weil er dich nicht mag. Snape hasst alle. Daher solltest du es nicht persönlich nehmen. Aber ich würde den Brief sofort lesen. Malfoy, ich habe Hinweise darauf gefunden, dass du dein Zaubertrank tatsächlich manipuliert wurde. Das beweist zwar nicht deine Unschuld, wirft jedoch Zweifel und meinen Glauben auf, dass du hoffnungslos unfähig bist. Bringen Sie mir ein Glas eingelegte Schnecken aus dem Zaubertrank, Herr Lager, und geben Sie, dann gebe ich Ihnen vielleicht Ihre Hauspunkte zurück. Snape. Am Ende des Briefes ist ein Wegweiser zum Zaubertranklager. Soll ich mitkommen, Antigonus? Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann, nachdem du mich vom Merula gerettet hast. Na klar, komm mit. Danke, Rowan. Du kennst dich viel besser aus im Schloss als ich. Wow! Er bietet uns an, die 10 verlorenen Auspunkte zurückzugeben? Schnell zum Zaubertranklager, bevor er sich anders überlegt. Na los, hilf Snape, um die verdienten Hauspunkte zurückzuverdienen. Los geht's. Heieiei, Korridor. Aber vorher sehe ich da einen Kollegen. Und wenn man den findet, im Geist, spuckt er uns Energiepunkte aus. Die können später mal ziemlich wichtig werden. Und auch hier ist nochmal ein Energiepunkt dahinter. Es gibt so kleine, Secrets, die uns ziemlich weiterhelfen. Laut den Anweisungen in Snapes Brief ist hier das Zaubertranklager. Ich dachte immer, es befindet sich im Wandteppichkorridor. Wahrscheinlich gibt es mehr als ein Lager. Ich muss ein Glas eingelegte Schnecken finden und es Snape bringen, damit ich 10 Hauspunkte zurückbekomme. Na dann, nichts wie los. Hier ist es stockdunkel. Warum hast du die Tür geschlossen, Rowan? Das war ich nicht. Sie ist direkt hinter mir ins Schloss gefallen. Ich glaube, sie ist zugesperrt. Du könntest Lumos zaubern, damit wir etwas erkennen können. Lumos. Jo. Ah ja. Jo. Was ist das für ein Ding?
Es ist eine tödliche Pflanze namens Teufelsschlinge. Eine Gruppe Viertklässler Sliverans hat sie mir bei meiner Ankunft gezeigt. Sie ist lichtempfindlich. Wenn du wirklich einen besseren Lichtzauber als ich hinbekommst, dann könntest du ihr problemlos entkommen. Merula, hast du uns hier eingesperrt? Zusammen mit einem gefälschten Brief von Snape. Ich hab dir gesagt, du sollst dich warm anziehen, Malfoy. Du hättest mich nie für dein Versagen im Zaubertrankunterricht beschuldigen sollen. Jemand muss verhindern, dass du in Hogwarts Ärger machst. Und wenn es die Teufelsschlinge ist. Antigonis, wir müssen hier rauskommen. Merula hat recht, dass die Teufelsschlinge nicht empfindlich ist. Wehren Sie mit Lumos ab, solange ich an die Tür öffne, um Hilfe zu rufen. Hilfe, wir sind in der Teufelsschlange gefangen. Hilfe! Flucht von der Teufelsschlinge. 5 Sterne und bestehen wir haben 8 Stunden Zeit. Wir starten. So. Abwehren, jawohl. So, Lumos. Zack, zaubern. Rum. Zack, so. Lumos! Es hat funktioniert. Oh nein, es sind einfach zu viele. Treten. Lumos! Lumos! Lumos, ich muss hier raus! Hilfe! Hilfe, wir brauchen Hilfe! Lumos! Lumos, ich halte nicht mehr lange durch! Weiter so, Antigonis. Ich glaube, da kommt jemand. Die nehmen wir mit, die Münzen. Was geht da drin vor sich? Aus, du. Oh, hallo Hagrid. Gurgelnde Ganyos. Sliverin, weg mir von der Teufelsschlange, du machst dir Angst. Ich mache ihr Angst? Ich hol dich da raus. Du hast mir mein Leben gerettet. Vielen Dank, Mister. Rubus Hagrid, stets zu Diensten. Ich bin der Wildhüter von Hogwarts. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Antigonus Malfoy. Oh, du bist der, über den alle reden. Vielleicht liegt der Ärger bei dir wirklich in der Familie. Wie bist du da hingekommen, Antigonus? Die Slytherin-Erstklässlerin Merula Snyte hat uns eingesperrt. Wirklich? Was hast du jetzt vor? Dumbledore Bescheid sagen vor Klasse geholt. Ich werde Professor Dumbledore erzählen, damit sie bestraft wird. Hast du irgendwelche Beweise? Ich habe einen gefälschten Brief von Snape, aber keinen Beweis dafür, dass sie ihn geschrieben hat. Professor Dumbledore würde dir schon gerne helfen, aber ohne Beweise kann er nicht viel tun. Denk ja darüber nach, Antigonus. Es ist einfach, Entscheidungen zu treffen. Aber du musst auch mit ihnen leben können. Danke, Hagrid. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Das werden wir, Antigonus. Und jetzt zurück mit dir in den Gemeinschaftsraum. Mein Vertrauensschüler erwartet, dass
Mein Vertrauensschüler erwartet, dass Slytherin 10 Punkte zurückbekommt, wenn ich wieder auftauche. Ich habe einiges zu erklären. In der Zwischenzeit denke ich mir was aus, um das dich aufheitern wird. Ich schicke dir eine Nachricht, wenn die Überraschung fertig ist. Felix berichten. Ich will wissen, was passiert ist. Komm in den Gemeinschaftsraum. Okay. Huh? Das machen wir nicht. Wir berichten jetzt noch Felix. Und dann beenden wir die Folge auch an der Stelle. Es war eine sehr aufregende erste Folge, muss ich sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Ja, und jetzt auf zu Felix. So ein Mist, was mit deinem Umhang passiert. Ich wurde von der Teufelsschlinge angegriffen. Teufelsschlinge? Nee, Quatsch. Teufelsschlinge? Was ist mit Professor Snape passiert? Es war ein Trick. Merulas Knight hat den Brief gefälscht, um mich in die Teufelsschlinge zu locken. Was will Merula denn nur von dir? Ich glaube, sie fühlt sich von mir bedroht. Und sie hat ein Problem damit, dass ich der einzige Erstklässler bin, der ihr Paroli bietet. Ich vermute, du hast mal wieder keinerlei Beweise. Ich habe den gefälschten Brief von Snape, aber keinen Beweis, dass sie ihn geschrieben hat. Die Leute halten dich eh schon verrückt wegen deines Bruders. Ich könnte mir einen frischen Umhang anziehen. Wähle vielleicht lieber noch ein Outfit für die Freizeit aus. Damit kannst du in Hogwarts Eindruck schänden. Okay. Ja, das machen wir jetzt noch und dann... Also erstmal ziehen wir einen frischen Anzug an. Was gibt's denn so im Shop? Tapferkeit. Wie viel haben wir denn? 400, 100, 200. 100. Wissen. Moment. Quatsch, komme ich jetzt wieder auf Mäntel? Aber ich ziehe den wieder an. Gott, welche Änderungen habe ich denn noch? Warte mal, stopp. Warum geht das nicht? Muss man das verstehen? 200, 500, 100, 100, 600. Ja, wir ziehen uns ganz normale Kleidung an. Sehen wir uns mal an, wie du aussiehst.
bin ich doch. Oh, Sneaker Boy. Wow, das ist ein ziemlich intelligentes Outfit. Du siehst toll aus. Danke. Ich bin nur froh, dass ich in der Teufelsschlinge entkommen bin. Denk in deiner ersten Besenflugstunde nicht daran. Du solltest dich voll konzentrieren, um deinen Besen zu dir zu rufen. Wir lernen in der allerersten Stunde, unseren Besen zu rufen? Tja, komm schnell zum Trainingsgelände, der Unterricht beginnt bald. Genau, und an der Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen traumhaften Morgen, Mittag oder Abend, was auch immer ihr macht. Gehabt euch wohl und Lumos, ich bin raus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, liked das Video, abonniert und klickt auf die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.